War so ein bisschen wie die bemannte Raumfahrt, selbst betrieben. Heute nennt man das Internetsurfen und das ist das Normalste der Welt. Was mich manchmal stört, ist ein bisschen ein rotziger Ton. Spannende Menschen, spannende Projekte, spannende Technik. Experten, die wir dringend nötig gebrauchen. Ich meine, das Wesentliche am PTX-Fahrhack war ja auch, dass wir die Kohle zurückgegeben haben. Derjenige, der die Sicherheitslücken aufdeckt, der wird gehängt und nach dem Verräter wird gesucht, aber die Sicherheitslücke wird nicht geschlossen. Als dann die Ermittlungsverfahren kamen, die Hausdurchsuchung und dann schließlich auch diese KGB-Geschichte sich entrollte, da gab es auch sehr heftige Diskussionen, wer überhaupt noch dazu gehört und wer nicht. Nervosität. Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, ist auf dem Weg zur Urteilsverkündung. März 2010. Es geht um die größte Sammelklage in der deutschen Geschichte vor dem Bundesverfassungsgericht. Fast 35.000 Beschwerdeführer klagen gegen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Die 36-jährige Informatikerin und Dozentin an der Humboldt-Universität in Berlin trat als Sachverständige vor den Richtern auf. Ein außergewöhnlicher Job für eine Hackerin. Als wir als Chaos Computer Club das allererste Mal eine Anfrage bekommen haben, ob wir fürs höchste Gericht in Deutschland ein Gutachten erstellen würden und einen technischen Sachverhalt erklären würden, waren wir eigentlich damals alle sehr baff. Also es war uns auf jeden Fall eine große Ehre und ich glaube, es gab keine Millisekunde, wo wir darüber nachgedacht hätten, ob wir es tun oder nicht, sondern uns war vollkommen klar, das machen wir natürlich. Das Ergebnis der Klage? Die Verfassungsrichter kippen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Constanze Kurz und der Club sind erneut gefragt. Diesmal in den Massenmedien. Und nicht nur diese überzeugen sie. Irritierend ist ja zunächst mal der Name, nicht? Also man fragt sich, was sind das für Leute, die unter einem solchen Namen auftreten? Ist das eine Hackergemeinschaft, die also die Systeme herausfordert? Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Menschen sind, die außerordentlich intensiv sich mit den Datensystemen befassen und ein unglaubliches Know-how haben, dass sie auch mitunter sogar dem Staat überlegen macht. Für diejenigen Verbraucher, die keine eigenen Programme erstellen wollen, halt 30 Jahre zuvor. Heimcomputer werden populär. Angeschlossen werden die Computer an das Fernsehgerät, ähnlich wie bei Video über das Antennenkabel. Dann ist zum Beispiel der kleinste und mit knapp über 200 Mark gleichzeitig preiswerteste Computer einsatzbereit. Euphorie löst der Computer zunächst nicht aus. So sind für die Grünen Computer Teufelszeug und Herrschaftsinstrumente. Für andere, wie Steffen Verneri, sind Computer Wundermaschinen, die zum kreativen Spiel einladen. Es ist halt das, ich sag mal, ein tolles Gefühl, dass du mit deinem Heimcomputer die Welt steuern konntest. Also in der Welt, auf den Datennetzen, DATEX-P gab es damals schon, das erste paketvermittelte Datennetz, dass man praktisch über die Welt reisen konnte. Ich erinnere mich so an so eine Geschichte, es lief im Fernsehen das Live-Aid-Konzert. Und ich war zeitgleich auf einem Rechner in Amerika. Dann gab es eine Bildstörung, halt der Satellit war gestört und zeitgleich war auch meine, Datenverbindung nach Amerika war auch gestört. Und ich war auf dem gleichen Satelliten, wie jetzt das Konzert übertragen wurde. Es ist die Zeit, in der man sich per Telefon und Akustikkoppler in die Datenwelt einwählt. Standard sind 300 Baud. Ein langsames Vergnügen und auch ein teures. Denn allein der Akustikkoppler, das Modem der 80er Jahre, kostet zwischen 300 und 1900 D-Mark. Ausländische Geräte sind von der Post verboten. Um ihrem Lieblingsfeind, der Post, ein Schnippchen zu schlagen, entwickeln einige Hacker des Chaos Computer Clubs einen selbstgebauten Akustikkoppler. Das Datenklo.
Ein ungewöhnlicher Name dank der ungewöhnlichen Bauteile. Für die akustische Kopplung müssen Spülbeckenverbinder einer Toilette herhalten. Saugend und schmatzend sorgen sie, nicht ganz legal, für die Datenverbindung. Die Bauanleitung gibt es gratis in der Hacker-Bibel, dem Standardwerk der Hacker. 1. September 1981. Das Potenzial der neuen Welt erkennen 5 Computerfreaks. Sie schalten eine Annonce in der Taz. Tuvat, TXT. Zu Deutsch, tu was. Kurze Zeit später kommt es in Berlin zu einem Treffen von etwa 20 Neugierigen in den Redaktionsräumen der Tageszeitung. Gründungsvater ist der ehemalige Taz-Journalist Wau Holland. Er hält den bunten Haufen bis zu seinem frühen Tod 2001 zusammen. Auf der Agenda stehen Themen wie Netzwerke, Copyright-Fragen und Datenrecht. Wau hat da schon immer einen harten Punk reingebracht, auf eine Art, einen Argumentationspunk. So. Manchmal fanden Leute das auch schwer zu ertragen, aber jeder hat immer was dazu gelernt. Bald bezeichnen sich die Hacker als galaktische Gemeinschaft für Lebewesen und der Name Chaos Computer Club macht die Runde. Seine Mitglieder? Datenreisende. Eine heterogene Gruppe von IT-Beratern, Studenten, Unternehmern, von jungen Unionsmitgliedern bis hin zu Linksalternativen. Sie eint das Abenteuer Technik. Per Tastatur durchdringen sie virtuelle Sphären. Das Hacken ist ihre Obsession. Zusammen reisen die Hacker in fremden Datennetzen. Im großen Stil 1984 auf dem ersten Hacker-Kongress. Und so sieht der jährlich stattfindende Chaos Communication Kongress heute aus. Aus einigen hundert Hackern sind im vergangenen Jahr 9000 geworden. Eine hochdynamische Gruppe, die erforscht und diskutiert. Über Programmierschnittstellen und Protokolle, Netzneutralität bis hin zu WikiLeaks und Zensur im Internet. Der Höhepunkt des Jahres für einen Hacker? Nicht Weihnachten, sondern die 3 Tage nach dem Fest. Jedes Mal, wenn ein Kongress stattfindet, wird er innerhalb weniger Stunden zum größten Netzwerkknoten Europas. Perfekt für den ungetrübten Hack. Hacken ist zunächst einmal, glaube ich, für diejenigen, der es macht, ist ein intellektueller Anreiz, eine Lösung für ein Problem zu finden. Und zwar unter vollkommener Ignoranz vorgegebener Wege. Also wir haben ja da diese historischen Beispiele, dass wenn man jetzt irgendwie keine Herdplatte mehr frei hat und dann das Wasser für ein Kartoffelpüree mit der Kaffeemaschine heiß macht, dann kann auch eine Großmutter als Hackerin bezeichnet werden. Berühmt wird der Club 1984 durch Meldungen wie diese. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Man hat also eine Seite mit einem gewissen Speichervolumen gefüllt und wenn man sich genau wirklich auf ein Byte genau das maximale Speichervolumen noch ausgefüllt hatte, dann gab es einen Speicherüberlauf und es wurden irgendwelche Fremddaten aus dem System sozusagen in die Seite hinein kopiert. Ja, und da sind dann Kennungsdaten halt dann über den Schirm gekommen, sodass man dann den Verdacht hatte, das könnte sich mal um Zugangsdaten handeln, was man dann halt einfach ausprobiert hat. Und als wir dann gemerkt haben, oh, jetzt sind wir eine Sparkasse, haben wir nicht lange gefackelt, nachdem es uns zweimal nicht geklappt hat, wo wir schon alle Vorbereitungen getroffen hatten. Der Coup schlägt ein wie eine Bombe. Steffen Werneri weist zusammen mit Gründervater Wau Holland nach, dass das als absolut sicher geltende BTX-System der Post katastrophal unsicher ist. Ganz im Sinne der Hackerethik, nur ein ehrlicher Hacker ist ein guter Hacker, geben sie das Geld zurück. Die nehmen Techniken, die da sind, prüfen sie und klopfen sie sozusagen auf die Versprechen ab. Ich denke, die Weitsichtigkeit, die der Club auch heute noch hat, ist einfach, dass er
ja, der etwas zur Großmäuligkeit neigenden IT-Branche auf die Finger guckt und hier ungerechtfertigte Versprechungen und voreilige Behauptungen etwas zurückstutzt. Robin Hood der Daten, ein Image, das den Club prägt. Doch den Club macht mehr aus als das Abenteuer im digitalen Sherwood Forest. Er ist ein soziales Netzwerk. Hier verfallen die Hacker in ihren typischen Modus. Das Ausblenden der Realität, bis ein Problem gelöst ist, bei völliger Ignoranz von Raum und Zeit. Der Spieltrieb wird geweckt. Und so manches Hackerabenteuer weiß der Club professionell zu vermarkten. Beispiel NEDAPAC 2006. Der CCC zeigt zusammen mit der niederländischen Initiative Wir vertrauen Wahlcomputern nicht, wie leicht sich Stimmabgaben am Wahlcomputer der Firma NEDAP fälschen lassen. Möglich ist eine Manipulation mit kleinen Veränderungen an der Hard- und Software der Geräte. Diese sind bereits bei Wahlen in den Niederlanden und Deutschland eingesetzt worden. Der Club demonstriert damit, wie schnell demokratische Grundwerte in Gefahr sind. Die Folge? Der Einsatz der NEDAP-Wahlcomputer wird für verfassungswidrig erklärt. Er trifft natürlich schon die neuralgischen Punkte, weil es ja um IT-Sicherheit geht, weil es um Datenschutz geht, weil es um Freiheit des Informationszugangs geht. Und bei diesem Austarieren von Freiheit und Sicherheit steht der Computerclub eben doch eher auf der Seite der Freiheit, weil er eben, ich denke, das ist sein großes Verdienst, auch nachgewiesen hat, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt. Ein weiterer großer Coup, Schäubles Fingerabdruck. Mit einfachsten Mitteln ist eine Kopie erstellt. Die Gase eines Klebers setzen sich auf den fettigen Rückständen eines Fingerabdrucks ab. Dann wird dieser Abdruck digitalisiert und auf Folie ausgedruckt. Mit Holzleim kann die dreidimensionale Struktur abgenommen werden. Diese Schicht dient als Attrappe. So versetzt der CCC der damaligen Regierung einen herben Schlag. Die Fälschungssicherheit und die Verwendung von biometrischen Daten, wie in Pässen, sind damit in Frage gestellt. Im August 2010 beschäftigt die Einführung des biometrischen Personalausweises einige Clubmitglieder. Zum einen soll der E-Pass Internetgeschäfte sicherer machen, zum anderen soll er Identitätsklau verhindern. Während der Club schon medienwirksam beweisen konnte, dass die Nutzung für das Internet Sicherheitslücken hat, wird der Funkchip mit den biometrischen Daten weiter erforscht. Dazu ist ein neuer Hack nicht ausgeschlossen. Getreu ihrem Motto, private Daten schützen, öffentliche nutzen. Der Chaos Computer Club ist vielleicht so etwas wie ein positiver Störenfried mit einer manchmal überschießenden Tendenz. Und eine Gesellschaft wäre ohne positive Störenfriede ärmer. Man braucht sie, man darf aber nicht immer auf sie komplett hören. Nicht nur mit Hacks macht der CCC auf sich aufmerksam. Von Anfang an ist die Datenschleuder das Sprachrohr des Clubs. Hier geben sich die Hacker klassisch. Die Themen jeder Ausgabe werden in der Redaktion diskutiert und sogar Papier ist noch nicht überflüssig, denn nach wie vor gibt es eine Printausgabe des Clubmagazins. Politiker, Systeme und Technologien werden in der Datenschleuder auseinandergenommen. Doch ohne Chaos geht es nicht. Das Fachblatt für Datenreisende erscheint in unregelmäßigen Abständen. Und nicht selten werden die letzten Feinheiten virtuell diskutiert. Die Datenschleuder spricht vor allem Insider an. Die Massen werden anders erreicht, mit dem Chaosradio im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der letzte Mittwoch im Monat ist angekommen und das heißt, an dieser Stelle gibt es jetzt 2 Stunden Chaosradio auf Fritz. Das heißt,
das Radio, wo der Chaos Computer Club selber und direkt mitwirkt, ist eigentlich auch falsch. Der es macht. Heute in Gestalt von Constanze Kurz, die hier zu Gast ist. Guten Abend. Hi. Und wir wollen heute über etwas reden, was ihr digitale Postkarten genannt habt. Eine offizielle Sprachregelung. Es sind zwei Projekte und die Post, die ja jetzt überall die Werbung hat, die hat es E-Postbrief genannt. Und die offizielle Bezeichnung, die auch schon länger im Umlauf ist, ist DE-Mail. Mit der DE-Mail soll eine Mail rechtssicher werden und den Brief oder das Einschreiben ersetzen. Wie könnte es anders sein? Die DE-Mail ist absolut sicher, sagen die Anbieter. Doch was sonst? Der Club hat seine Zweifel. Das digitale Aufklärer-Image ist jedoch kein durchgängiges und erleidet Mitte der 80er Jahre eine dramatische Wende. Der Club steht schließlich vor einer Zerreißprobe. 1985 tritt zunächst der sogenannte Anti-Hacker-Paragraph in Kraft. Das Ausspähen von Daten wird unter Strafe gestellt. Aus Schutz vor Kriminalisierung gründen die Hacker einen eingetragenen Verein. Angeblich hat ein dem CCC wohlgesonnener Mensch aus dem Innenministerium den Tipp zur Vereinsgründung gegeben. Der Ton gegenüber den Hackern wird schärfer. Der NASA-Hack fliegt auf. Hacker aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs sind involviert. Gefährlichster Einbruch: Die Hacker drangen sogar in rund 20 Computer der NASA ein. Die Beweise für die Einbrüche, dokumentiert auf 200 Seiten, liegen Panorama vor. Bevorzugtes Ziel der Datenpiraten: die Großrechner Castor und Pollux im NASA-Hauptquartier. Mit einem freundlichen Welcome to the NASA Headquarter wurden sie auch in diesem hochsensiblen Bereich wie üblich begrüßt. Und einen Wegweiser durch das Computerdickicht gab es dazu. Es gab Leute, die haben untereinander die Kennungswege getauscht. Und man hat immer schön in den Protokollen gesehen, der Rechner wurde aus Frankfurt aufgemacht, okay. Und 10 Minuten später kam einer aus Berlin, Düsseldorf und dann Hamburg. Es gab damals in dem VMS-Betriebssystem einen Fehler. Und dadurch konnte man dort sozusagen Zusatzprogramme installieren, die Kennwörter abfangen, den Hacker unsichtbar machen im Rechner, solche Sachen halt. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken. Parallel zum NASA-Hack verkaufen Karl Koch alias Hackbart Celine und Freunde brisante Daten an den KGB. Dabei dringen sie ins Jet Propulsion Center in Pasadena ein, in die Schaltzentrale für amerikanische Weltraumsonden. Ebenso spähen sie Daten für die Sowjets aus dem Pentagon aus. Matthias Lehnhardt recherchiert die Geschichte für den NDR. Skurril das Treffen in einer Berliner Kneipe mit einem der Beteiligten. Es gab Bier und Bratkartoffeln mit Spiegelei. Und dann sagte der Berliner so einen Nebensatz: Ich bin ein Spion. Und dann haben wir erst mal gelacht. Und dann haben wir ihn angeguckt. Und er war kreidebleich, weil er auch, denke ich, gemerkt hat, dass man ihm auf den Fersen ist. Als der Hack Ende der 80er Jahre bekannt wird, offenbaren sich Karl Koch und einige Freunde dem Verfassungsschutz. Ein Jahr später wird die verkohlte Leiche des damals 23-Jährigen in einem Wald gefunden. Die Todesumstände sind bis heute ungeklärt. Auch wenn der Club wohl nicht direkt beteiligt ist, der NASA und der KGB-Hack haben Folgen. Wir hatten dann halt versucht, die NASA-Hacker straffrei zu kriegen, indem wir halt mit dem Verfassungsschutz kooperiert haben, was auch stark umstritten war bei unseren Leuten damals. Es gab dann trotzdem Hausdurchsuchungen, die komplette Ermittlungswelle lief an. Ausspähen von Daten, so der Verdacht gegen Vernieri, der wenig später bei einem Ausflug nach Frankreich in Paris verhaftet wurde. 2 Monate schmorte er in französischer U-Haft, triumphal die Heimkehr. Für seine Mithacker war Vernieri die erste Geisel des Computerzeitalters. Der Club ist entzaubert. Das ist der Sündenfall.
Damit fängt die Vertreibung aus dem Paradies an. Also Robin Hood ist nicht mehr. Die Gesellschaft, der Alltag ist eingebrochen in den Club, nicht, die für die bessere Welt gekämpft hat. Und auf einmal ist es genauso wie überall. Nicht, da gibt es eben auch kriminelle Elemente. Innerhalb des CCC folgt eine Sinnkrise. Die Gründungsmitglieder des Clubs zerstreiten sich. Die damals junge Generation, darunter Andy Müller-Magun, übernimmt die Führung. Es gab einen Tag, da war ich gleichzeitig Kassenwart, irgendwie stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher. Diese drei Positionen wurden mir alle an einem Tag auf den Tisch gelegt. Es gab Verdächtigungen, wer jetzt innerhalb des Vereins für den Verfassungsschutz arbeitet, warum bestimmte Leute bei Ermittlungsverfahren geschont worden waren, wie weit die Kooperation von Einzelnen mit den Ermittlungsbehörden ging, wie weit sie ausgesagt hatten, wie weit man dem noch vertrauen kann und so weiter fort. Untergegangen ist der Chaos Computer Club nicht. Im Gegenteil. Sie haben es geschafft, sich neu zu erfinden und ihre Hackerphilosophie ins Ausland zu tragen. HOPE, Hackers on Planet Earth, ist das amerikanische Hackertreffen, inspiriert vom Chaos-Kongress in Deutschland. Dabei haftet den Hackern in den USA nach wie vor das Image der bösen Jungs an, die Systeme knacken und damit Millionenschäden anrichten. Bis sie Anerkennung als Experten finden, ist es in Amerika noch ein weiter Weg. Respektvoll schauen sie nach Deutschland. So auch Eric Corley, einer der bekanntesten Hacker der USA und Initiator der HOPE. Der Chaos Computer Club ist Motivation für Hacker auf der ganzen Welt. In Polen, Ungarn, in Amerika. Ja, er ist eine Institution. Eine gute Institution. Wenn Sie etwas hacken, auf Sicherheitslücken hinweisen, dann hört man Ihnen zu. Denn Sie sind intelligente Leute, die wissen, wovon Sie reden, und Sie werden die Wahrheit sagen. Alle zwei Jahre findet die HOPE mittlerweile in New York statt. Das Publikum ist wie in Deutschland international. Und so haben die Hacker auch in den USA längst ihre Keller verlassen und agieren in einem globalen Netzwerk. Selbst eine in deutschen Hackerkreisen viel konsumierte Hacker-Limo wird von den US-Kollegen importiert. Ende der 90er Jahre. Der Computer und das Internet werden zum Massenmedium. Jeder ist irgendwann irgendwie drin. Für den Chaos Computer Club ist es die Zeit der Dezentralisierung. In ganz Deutschland entwickeln sich kleine Clubs. Neue Köpfe, neues Chaos, Inspiration. Aber auch ein weiterer mysteriöser Todesfall geht in die Geschichte der Hacker ein und sorgt für Verunsicherung. Als der Berliner Boris F., bekannt unter dem Synonym Tron, zum ersten Mal im Club erscheint, löst er Erstaunen aus. Innerhalb weniger Minuten können alle umsonst telefonieren und er hält einen mitreißenden Vortrag über Smart Cards. Allen ist klar, sie haben ein Talent vor sich. Vor Tron ist kein kommerzielles Verschlüsselungs- und Authentifizierungssystem sicher. Er knackt die Codes von Telefonkarten oder auch die D-Box des digitalen Bezahlfernsehens Premiere. Tron konnte, das konnte keiner sonst, der konnte Binärcode lesen. Das heißt, er konnte innerhalb von Minuten das ablesen, sagen 0, 1 und so fort, konnte daraus die entsprechenden Werte bilden und konnte das Programm daraus zurückbilden und damit auch die geheimen Schlüssel. Das war absolut einmalig und auf dem ganzen Planeten gibt es bis heute nur zwei andere, die daran rankommen, sag ich mal. Das ist auch mehr oder weniger allgemein bekannt, dass er da einfach, da war echt wie vom anderen Stern. Also das war eine große Leistung. Mit seinem Wissen bewegt er sich auf dünnem Eis und fordert Wirtschaft und Geheimdienste heraus. Im Oktober 1998 finden Spaziergänger in einem Berliner Park einen Toten. Es ist Trons Leiche. Selbstmord oder Mord, bis heute ungeklärt. Das Thema Verschlüsselung beschäftigt den Club weiter. Also ich persönlich benutze sehr viele verschiedene Verschlüsselungsprogramme und glaube, dass ich gegenüber dem Schnitt der Gesellschaft ein sehr hohes Bedürfnis an Privatsphäre habe, da ich weiß, wie die Möglichkeiten sind, diese Kommunikationswege abzuhören, auch stark selbst schütze.
Generell, wenn man jetzt mal das im Größeren betrachtet, glaube ich natürlich auch, dass wir als Gesellschaft ein Grundrecht auf Anonymität haben sollten. Und dass etwa, wenn wir das verlieren, würden wir eine Menge verlieren. Deshalb bin ich auch nach wie vor bereit, dafür zu kämpfen, dass es so bleibt. Grundrechte verteidigen. Constanze Kurz und der Club reden nicht nur darüber, sondern tun es, wie im Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung. Auch wenn Kritiker den Akteuren des Clubs Populismus vorwerfen, ihre Sachkenntnis ist unbestritten. Wie unverzichtbar ihre Expertise ist, hat der Verfahrensbeteiligte Gerhard Baum erlebt. Übrigens habe ich mit Interesse gesehen, wie diese acht Richter, wie aufmerksam und hochinteressiert sie gegenüber diesen Ausführungen waren und welche Fragen sie gestellt haben. Das ist ja für ein Gericht absolutes Neuland. Wie kommt man an eine Festplatte? Was passiert da? Welcher Missbrauch kann erfolgen? Wie können möglicherweise Informationen weitergeschickt werden, verfälscht werden, verändert werden? Also das Gericht hat geradezu aufgesogen, was die Experten gesagt haben. Und die Expertise ist heute wirklich außerhalb der Regierung. Nicht nur das Bundesverfassungsgericht, auch das politische Berlin hat die Bedeutung der Hacker erkannt. Sei es in Hintergrundgesprächen oder vor der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Constanze Kurz arbeitet erneut als Sachverständige. In der Enquete-Kommission geht es um die Zukunft des Internets und der digitalen Gesellschaft. Die hier geführten Diskussionen dienen dem Parlament als Entscheidungshilfen und sind zukunftsweisend. Im September 2010 erhält der Chaos Computer Club auf der Ars Electronica die goldene Nika, den digitalen Oscar. 30 Jahre Engagement und der internationale Einfluss des Clubs finden Würdigung. Mehr denn je steht der CCC in der Öffentlichkeit. Er fordert die Mächtigen mit seinem Wissen heraus und gehört inzwischen auf gewisse Weise mit zum Establishment. Wird der Club seine Hackerseele so behalten und weiterhin ein Sammelbecken für allerlei verrückte Computerkreative sein? Noch ist der Chaos Computer Club streitbar, chaotisch, unkonventionell und frech. Und genau das ist es, was ihn so unverzichtbar macht in unserer digitalen Gesellschaft.